Lang ist es her, seitdem ich mich das letzte Mal zu einem Let's Play gemeldet habe. Heute ist es wieder soweit. Ich werde mich zurückmelden mit diesem tollen Spiel mit Mass Effect. Ich habe es selber noch nie gespielt, aber wie hier an diesem tollen, ja, ich finde, der Wallpaper ist recht armselig im Vergleich zum Spiel. Ich habe es zwar noch nie gespielt, ich kenne das Zweier, aber das Zwei ist echt genial. Also es ist eins meiner Lieblingsspiele, auch der Soundtrack ist echt super gemacht, passt perfekt zum Spiel. Und dieser armselige Wallpaper muss jetzt das Spiel repräsentieren für den ersten Moment, da ich keinen besseren gefunden habe. Wie üblich, wie es bei Infinity Games TV Routine ist, zeige ich euch jetzt erstmal wieder den schönen GameStar-Artikel. Das Spiel ist ein Action-Rollenspiel, also es finde ich ganz toll gemacht, dass es so eine Vermischung gibt aus dem Action, also aus dem Schießen, wie man es vielleicht von allen Science-Fiction-Games kennt, wie zum Beispiel Half-Life. Und das jetzt vermischt alles in ein Rollenspiel, also dass man entscheiden kann, was der Protagonist sagen kann und so weiter. Das finde ich echt toll gemacht, das ist gut gelungen. Den Entwicklern von BioWare und GameStar sieht es auch so, mit 85 ist die Wertung bei sehr gut, wie sie schreiben. Die Leser gehen sogar noch etwas höher auf 88. Ich kann mir noch keine eigene Meinung bilden, weil ich, ja, weil ich es noch nie gespielt habe. Ich habe nur mal kurz eine Testaufnahme gemacht. Ich empfehle allen Windows 7 Leuten, diesen Patch, also dieses Patch runterzuladen, 1.0.2. Es repariert nicht nur kaputte Fahrstühle, es repariert auch den Launcher, den Mass Effect Launcher. Den werde ich euch jetzt eh gleich zeigen. Dieser Launcher ist kaputt, der stürzt immer ab, wenn man diesen Patch nicht installiert hat auf Windows 7, weil das Spiel ist noch für Vista gemacht, wie man hier dann sehen kann, bei der schönen Hülle. Ich habe das Spiel von EA Classics, anders ist es auch nicht mehr zu erhalten. Ihr bekommt es für 18,99 € bei Amazon und im Handel, glaube ich, auch für 19,99 €. Bei Amazon müsst ihr jetzt halt nochmal 3 Euro Versandkasten hochrechnen, weil ihr halt weniger als 20 Euro bestellt, wenn ihr nur das bestellt. Also, im Großen und Ganzen, ich habe auch diese Hülle und ich freue mich jetzt richtig, dass es endlich mal wieder losgeht. Übrigens, das Spiel ist ab 16 Jahren. Aber das tut er ja jetzt erstmal nicht zur Sache. Zurück zum armseligen Wallpaper. Und, dann lasst uns einfach mal anfangen und lasst uns Mass Effect starten. Ja, ich habe übrigens noch eine Sache zu vermelden, dass meine Videos, wie ich auch schon angekündigt hatte, jetzt länger werden. Ich werde jetzt versuchen, dass ich es kapitelweise mache, also dass ich es nicht so abgehackt mache, wie so, ja, jetzt müssen wir aufhören, bam, fertig, Ende aus, 10 Minuten sind rum. Ich versuche das jetzt so in coole Kapitel einzuteilen, damit es dann auch von der Storyline her passt und auch mit dem ganzen Inhalt, ja, dass man irgendwie das dann sich so, keine Ahnung, wie so eine Serie vorstellen kann. Und das ist echt geil, finde ich jetzt, dass es länger dauert. Deswegen, das war auch ein Grund, warum ich zurückgekommen bin zu YouTube und jetzt wieder LPs machen will. Ja, denke ich mal. Jetzt dann, hier kann man sich auch noch so ein Update runterladen. Da gibt es dann noch so eine Erweiterung, wie bei 2er Overload. Und in dem Sinne kann man hier das Spiel konfigurieren. Das zeige ich jetzt auch nochmal kurz. Das Konfigurationsprogramm, bla bla bla, Auflösung, Breitbild. Spielt's auch. Und hier sieht man halt die ganzen Grafikprozessoren des PCs und so weiter. Also, das ist immer so bei Mass Effect Spielen bis jetzt gewesen. Und in dem Sinne, der Launcher, der bei mir funktioniert, Dankeschön, Patch 1.0.2, lasst uns Mass Effect spielen. Let's play Mass Effect 1. Und hier sind wir im Spiel. Präsentiert von BioWare, den Producer, nein, nicht dem, doch Producern, ja, den Producer von Mass Effect, und hier sind schon die Publisher, also die Veröffentlicher, die EA, die Electronic Arts Studios, und dann kommt da die Demiurge Studios, die kenne ich noch nicht, die sind neu. Okay, das Spiel ist 2008 erschienen, das habe ich noch vorhin vergessen zu sagen, deswegen ist die Grafik eigentlich recht gut. Ich hätte nicht gedacht, dass es erst so spät früh erschienen, schon so früh erschienen, nein, erst so spät erschienen ist, genau so rum. Denn, ja, ich habe immer gedacht, das wäre früh erschienen. Egal. Okay, wir haben hier erstmal ein paar Optionen einzustellen. Und zwar der Sound, den werden wir etwas... Ja, die Dialoge, die lassen wir oben, weil die wollt ihr alle gern gut verstehen. SFX machen wir mal runter auf 50. Und das auch auf 50, damit ihr mich besser versteht. Okay, okay. Und
Dann lasst uns mal anfangen. Sound ist eingestellt, Grafik ist an. Ja, es gibt keine höhere Auflösung, leider. Die Texturdetails sollten schon hoch sein. Bla bla bla. Dynamische Schatten an. Fenstermodus nein. Partikeleffekte hoch. Ich hatte es eigentlich alles eingestellt, aber ist wieder verloren gegangen. So ist es immer bei diesen PC-Einstellungen. Inhalte werden gespeichert. Ja, dann lasst uns anfangen mit dem Spiel. Oh, das war eben ein Massenportal. Das kenne ich schon aus dem Zweier. Also es gibt doch schon da irgendwie so Ähnlichkeiten zwischen den Spielen. Also ich fange das jetzt auch zum ersten Mal an. Ich habe kurz einen Soundtest gemacht, deswegen kenne ich mich ein bisschen am Anfang aus, aber sonst bin ich verloren im Spiel. Willkommen in der Datenbank des Allianz Militärs. Geheime Informationen angefordert. Ja, ich würde mich gern verbinden. Sichere Verbindung wird aufgebaut. Sichere Verbindung bestätigt. Okay, wir können eine neue ID eingeben oder wir können den alten John Shepard nehmen. Alt ist er nicht, aber wir geben trotzdem eine neue ID ein. Eine Frau, ein Schnellstart männlicher Charakter, ein Schnellstart weiblicher Charakter. Ja, ich denke aber, wir nehmen einen Mann, weil Shepard ist für mich immer ein Mann und ich verbinde irgendwie jetzt... Ja, eine Frau ist für mich nicht Shepard. Ich finde, der Name passt auch nicht zu einer Frau. Bitte locken Sie sich ein, um Zugang zu Ihrem Profil zu erhalten. John Shepard. Ich belasse den Namen auch John Shepard, denn ich finde es immer blöd, wenn man den Namen so individuell Namen gibt. Ja, Quatsch. Wenn man den Protagonisten immer so individuelle Namen gibt, die irgendwie gar nicht passen. Deswegen nenne ich ihn John. Senden. Achtung, fehlerhafte Dateien entdeckt. Das fängt ja schon gut an. Systemabsturz. Bitte stellen Sie Ihr Profil wieder her. Windows wird neu gestartet. Nein, also Profil rekonstruieren. Zeit vor dem Dienst bestätigen. Okay, also wir können aussehen. Shepard als Raumfahrer. Ihre beiden Elternteile waren beim Allianzmilitär. Sie verbrachten ihre Kindheit an Bord von Schiffen und Stationen und verblieben dabei nie lange an einem Ort, da ihre Eltern häufig versetzt wurden. Im Alter von 18 Jahren traten sie in den Fußstapfen ihrer Eltern und verpflichteten sich fürs Militär. Der Kolonist? Sie sind auf Minduar geboren und aufgewachsen, einer kleinen Kolonie am Rande der Attika-Traverse. Als sie 16 Jahre alt waren, überfielen Sklavenjäger Minduar und töteten ihre Familie und ihre Freunde. Sie werden von einer Allianzpatrouille gerettet, ein paar Jahre später verpflichten sie sich selbst zum Allianzmilitär. Und sie kommen von der Erde. Als Waise sind sie auf den Straßen der riesigen Erdmetropolen groß geworden. Sie konnten dem Leben im Umfeld der kleinen Kriminalität und der Straßengangs entfliehen, indem sie sich mit 18 Jahren zum Allianz-Militärdienst gemeldet haben. Also, er ist zum Schluss immer beim Militär. Nur die Vorgeschichte können wir einstellen. Ich denke, ich nehme den Shepard von der Erde. Psychologisches Profil bestätigen. Es gibt so eine Verbindung zu uns Erdmenschen. Okay. Einziger Überlebender. Während ihrer Dienstzeit wurden sie auf eine Mission geschickt, die auf schreckliche Weise scheitert. Sie befinden sich in einer extrem lebensbedrohlichen Situation und erlitten körperliche wie seelische Qualen, an denen die meisten Menschen zerbrochen werden. Aber sie überlebten, denn sie sind ein Held. Ertrugen alles, woran andere zerbrachen. Und jetzt sind sie nur noch sie übrig, um davon zu erzählen. Geiler Job. Ich werde Geschichtserzähler. Okay, Kriegsheld. Zu Beginn ihrer Karriere sahen sie sich eines Tages einer überwältigenden feindlichen Streitkraft gegenüber. Sie setzten ihr eigenes Leben aufs Spiel, um ihre Kameraden zu retten und den Feind trotz aller Widrigkeiten zu besiegen. Ihre Tapferkeit und ihr Heldenmut brachte ihnen zahlreiche Medaillen und Anerkennung seitens der Allianzflotte. Skrupellos, während der ganzen militärischen Karriere haben sie sich immer an eine grundlegende Regel gehalten. Der Auftrag muss erledigt werden. Man bezeichnet sie gemeinsam als gemeinhin als kalt, brechend und brutal. Wie Jack Bauer, falls ihr ihn kennt. Sie sind bekannt für ihre rücksichtslose Effizienz, weshalb andere Soldaten sich vor ihnen in Acht nehmen. Aber wenn Versagen keine Option ist, kommt das Militär immer zuerst zu ihnen. Okay, Leute, ich entscheide mich nicht für den Skrupellosen, da ich ja kein böser Jan-Niklas bin. Ich bin ein netter Jan-Niklas. Und deswegen nehme ich Kriegsheld, einziger Überlebender. Ah, das kommt doch gut. Naja, Kriegsheld. Ach, einzig Überlebender ist lustig. Spezialisierung bestätigen. Ach Gott, jetzt gibt's noch mehr zum Vollen. Okay, also ein Soldat gibt's hier einmal. Ich lese es jetzt nicht mehr alles vor. Ein Techniker. Ja. Da kann ich viele Sachen reparieren und so weiter.
Infiltrator, das hört sich ja richtig dominant und stark an. Ein Wächter, Biotik und Technikfähigkeit und Frontkämpfer. Biotische kombinieren auf Waffentraining. Ich glaube, ich nehme Frontkämpfer, weil der hat erstmal eine Waffe und der hat biotische Fähigkeiten. Gesichtsidentifikation bestätigen. Nee, ich habe keinen Bock, jetzt mein Gesicht irgendwie anzupassen. Dann sehe ich nachher so bekloppt aus. Beendet. Genau, das passt. John Shepard von der Erde. Einziger Überlebender und er ist ein Frontkämpfer. Boah, hat das lang gedauert. Identifikation bestätigt. Kampfschwierigkeit normal. Wie immer halt bei meinen Let's Plays. Nur Squads haben den automatischen Stufenanstieg. Zielhilfe, bla. Tief, Fähigkeit, bla bla bla. Untertitel, ja. Damit ihr mehr mitbekommt. Autospeichern, ja. Und annehmen. Und da ist wieder das Massenportal. Da mal viel Spaß beim Intro-Trailer. Was wissen wir über Shepard? Er wurde auf der Erde geboren. Über seine Familie gibt es keinen Eintrag. Er hat keine. Er ist quasi auf der Straße aufgewachsen. Er hat gelernt, auf sich selbst aufzupassen. Er musste mit ansehen, wie seine ganze Einheit auf Arkuse starb. Er könnte ein emotionales Trauma dabei erlitten haben. Fast alle Soldaten haben ein Trauma. Shepard ist ein Überlebenskämpfer. Wollen wir eine solche Person wirklich die Galaxie beschützen lassen? Nur solche Personen können überhaupt die Galaxie beschützen. Ich stimme dafür. 2148 entdeckten Forscher auf dem Mars Überreste einer alten Raumfahrer-Zivilisation. In den darauffolgenden Jahrzehnten konnten mithilfe dieser Artefakte neue Technologien entwickelt werden. Die Reise selbst zu den ermöglichen Basis dieser unglaublichen Technologie war eine Kraft, in der Lage war, den Raumzeitgefüge zu kontrollieren. Sie nahe ist die größte Entdeckung der Geschichte der Menschheit. Die Zivilisation der Galaxien nannten es Mass Effect! Boah, war das knapp. Ich hasse es immer, wenn der Text so schnell verschwindet. Das Arcturus Prime Massenportal ist in Reichweite. Starte die Transmissionssequenz. Commander? Verbunden. Berechne Transitmasse und Ziel. Also ich muss sagen, das Massenportal ist heiß. Zugriff auf Annäherungsvektor. Ich muss echt sagen, alle Stationen sichern für Transit. Der unterbricht mich jetzt gleich wieder, aber ich würde sagen, dass das Spiel einfach durch diese Musik sowas von hinzugewonnen hat. Der Soundtrack ist einfach genial, auch wie auch im Zweier, also das ist echt... Grünes Licht, Annäherung eingeleitet. Die Mass Effect Soundtracks sind meiner Meinung nach mit die besten Soundtracks zu Computerspielen oder generell Videospielen. Portalkontakt in 3, 2, 1. Da sind sie weg. Schubwerke, check. Navigationssystem, check. Interne Emissionsspeicher aktiviert. Alle Systeme online. Abweichung etwas weniger als 1500 Kilometer. Ist ja nix, ne? 1500 ist in Ordnung. Ihr Captain wird zufrieden sein. Ich kann den Typen nicht ausstehen. Niles hat Ihnen ein Kompliment gemacht. Und Sie hassen ihn? Ich habe uns gerade einen Sprung über die halbe Galaxie machen lassen und dabei ein Ziel von der Größe eines Knopfes getroffen. Das ist nicht nur in Ordnung, sondern verdammt brillant. Außerdem bedeuten Spectres immer Ärger. Ich will ihn nicht an Bord haben. Nennen wir es Paranoia. Das ist Paranoia. Der Rat hat bei der Finanzierung dieses Projekts geholfen. Es ist ihr gutes Recht, jemanden abzustellen, der ihre Investition beurteilt. Das ist die offizielle Version. Aber nur Idioten glauben offizielle Versionen. Wir müssen uns entscheiden. Schluss damit, sie übertreiben, ganz meiner Meinung. Ja, aber ich denke auch, dass es nur so ein Fake-Version ist. Sie schicken keine Spectres auf Testflüge. Da steckt mehr dahinter, als der Captain uns wissen lässt. Ja, würde ich auch sagen. Joker, Statusbericht. Da ist der Captain. Sind gerade am Massenportal vorbei, Captain. Die Tarnsysteme sind aktiviert. Alles in Ordnung. Gut. Dann finden Sie eine Kombarke und locken uns ins Netzwerk ein. Ich will, dass die Missionsberichte an die Allianz übermittelt werden, bevor wir Eden Prime erreichen. Jawohl, Captain. Nur zur Info, Sir. Niles scheint Sie heimsuchen zu wollen. Er ist schon hier, Lieutenant. Commander Shepard soll zu einem Briefing in den Kommunikationsraum kommen. Richten Sie das aus, jetzt. Alles mal klar, wieder. Commander? Verärgert habe, verstanden.
habe verstanden. Ich bin unterwegs. Schon mal bemerkt, dass der Captain immer genervt wirkt? Nur wenn er mit Ihnen spricht, Joker. Boah, es ist ein Klatsch hier auf dem Schiff. Das ist ja wie Bild, Bunte und Gala zusammen hier. Intrigen gestiftet und sonst irgendwas. Okay, wir spielen Shepard. Und das Schiff kommt mir sehr bekannt vor. Es ist eigentlich recht ähnlich zu Mass Effect 2. Ich habe ihn gerade gesehen. Marschierte vorbei, als wenn er auf einer Mission wäre. Er ist ein Spectre, die sind immer auf Mission. Okay, mit E kann ich sprechen. Ansprechen, genau. Ich unterbreche jetzt einfach die Leute, weil es bringt nicht viel, wenn ich hier mich immer unterbrechen lasse, weil die Leute, die labern eh nur vor sich hin und denen ist eh scheißegal, was ich mache. Was ist das für eine irre Theorie? Okay, das scheint der Raum zu sein. Und da werde ich auch Nidus treffen. Den werde ich jetzt mit E ansprechen. Hallo, Nidus. Commander Shepard, ich hoffte, Sie hier allein zu treffen. So können wir ungestört sprechen. Ja, ich will mit ihm sprechen. Ein Worum Rendezvous? Geht es? Ich habe ein besonderes Interesse an der vor uns liegenden Welt, Eden Prime. Es soll sehr schön dort sein. Ja, na und? Weiß ich nicht, mehr als das. Ah, ich weiß es nicht. Ich war noch nie dort. Aber Sie haben davon gehört. Der Ort ist für Ihr Volk eine Art Symbol geworden, oder? Der Beweis, dass die Menschheit in der Lage ist, Kolonien in der ganzen Galaxie zu gründen und zu schützen. Aber wie sicher ist es dort wirklich? Ja, worauf wollen Sie hinaus? Das würde ich sagen. Ist das eine Drohung? Nein, ich will ja nicht direkt wieder so aggressiv rüberkommen. Wenn Sie etwas zu sagen haben, dann raus mit der Sprache. Ihre Leute gelten immer noch als Neuankömmlinge, Shepard. Die Galaxie kann ein sehr gefährlicher Ort sein. Ist die Allianz wirklich bereit dafür? Wir sollten dem Commander jetzt erzählen, was wirklich vor sich geht. Ja, wusste ich doch. Diese Mission wird alles andere als ein Testflug. Das will ich mal sagen, das ist ja klar. Das habe ich mir auch schon zusammengereimt. Wir werden eine geheime Bergungsoperation auf Eden Prime durchführen. Dafür brauchen wir funktionstüchtige Tarnsysteme. Ja, jetzt muss ich vorher informieren, bla 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 bla. Warum so geheimnisvoll? Es wird sicherlich einen Grund geben, warum Sie mir nichts davon erzählt haben, Sir. Das kommt von ganz oben, Commander. Es sollten nicht mehr Informationen als unbedingt notwendig bekannt werden. Ein Forschungsteam hat bei Ausgrabungen auf Eden Prime eine Art Sender entdeckt. Einen proteanischen Sender. Proteanisch, was ist das? Gibt es mehr Details? Ja, erstmal möchte ich wissen, was Proteanisch ist. Ich dachte, die Proteaner wären vor 50.000 Jahren verschwunden. Ah, Proteaner. Ja, aber ihr Erbe ist noch da. Die Massenportale, die Zitadelle, das alles basiert auf proteanischer Technologie. Das ist eine bedeutende Sache, Shepard. Das letzte Mal, als die Menschheit etwas Ähnliches entdeckte, machte die Technologie einen Entwicklungssprung von 200 Jahren. Auf Eden Prime gibt es keine Möglichkeit, mit so einer Sache fertig zu werden. Der Sender muss für weitere Untersuchungen zur Zitadelle gebracht werden. Hier geht es offensichtlich um mehr als die Interessen der Menschen, Commander. Diese Entdeckung könnte alle Völker im Ratssektor betreffen. Ach ja, ich sag einfach mal, ich bin froh, dass sie helfen, damit die ja nicht so viel labern. Ein bisschen Hilfe kann niemals schaden. Der Sender ist nicht der einzige Grund, warum ich hier bin, Shepard. Niles möchte Sie im Einsatz beobachten, Commander. Er soll Sie beurteilen. Der hat sich doch oft genug bewiesen, der Commander Shepard. Jetzt ist mir auch klar, warum er sich in letzter Zeit so häufig herumtreibt. Die Allianz ist schon eine ganze Weile damit beschäftigt. Die Menschen wollen eine größere Rolle in der interstellaren Politik spielen. Wir wollen mehr Macht im Zitadellrat. Die Spectres repräsentieren die Macht und Autorität des Rates. Wenn sie einen Menschen aufnehmen, sagt das viel über den Fortschritt der Allianz aus. Nicht viele, die auf Akuse dabei waren, haben überlebt. Sie haben einen unglaublichen Überlebenswillen gezeigt. Ein sehr praktisches Talent. Darum habe ich sie in die Kandidatenliste für die Spectres eingetragen. Huh. Auch Ihre Meinung, Captain? Wie geht es weiter? Und wenn ich ablehne? Ja, das ist wieder dieser Konfrontationskurs, den man hier direkt, auf den man zusteuern kann, aber ich möchte jetzt endlich mal wissen, wie es weitergeht. Sagen Sie mir einfach, was ich tun soll. Ich muss mir ein eigenes Bild Ihrer Fähigkeiten machen, Commander. Eden Prime wird die erste Station einer Reihe von Missionen sein. Sie übernehmen das Kommando über das Bodenteam. Sichern Sie den Sender und bringen Sie ihn unverzüglich zurück zum Schiff. Niles wird Sie begleiten und die Mission beobachten. Okay, ich würde sagen, wir sind bereit zum Gehen. Kann man natürlich noch untersuchen, dann kommt wahrscheinlich neues Menü, Proteaner, Eden Prime, Sender zurück. Wir wollen los. Erwarte Ihre Befehle, Captain. Wir sind bald in... Captain, wir haben ein Problem. Was ist los, Joker? Eine Übertragung von Eden Prime. Das sollten Sie sich ansehen.
Bringen Sie es auf den Bildschirm. Oh. Runter jetzt! Das sagt sie der Kamera. Wird wahrscheinlich eine Helmkamera sein. Wir werden angegriffen. Erleiden schwere Verluste. Oh ja. Pumpe. Das sehen wir. Sie scheinen alle sehr verwundert zu sein. Oha. Danach bricht es ab. Keine Kommunikation mehr. Nichts. Zurück und bei 38,5 halten. Was ist das? Statusbericht. Ameisen. Noch 17 Minuten, Captain. Keine anderen Schiffe der Allianz in diesem Sektor. Bringen Sie uns runter, Joker. Schnell und leise. Diese Mission ist um einiges komplizierter geworden. Ein kleines Einsatzteam kann sich schnell und unerkannt bewegen. Das ist die beste Möglichkeit, den Sender zu bergen. Holen Sie Ihre Ausrüstung. Wir treffen uns im Frachtraum. Lassen Sie Alenko und Jenkins sich fertig machen, Commander. Sie gehen runter. Ameisen jagen. Ameisen mit Brutzelbein. Tarnsysteme werden aktiviert. Das sind verdammt gewaltige Grabungsarbeiten, Captain. Ihr Team ist das Wichtigste bei dieser Operation, Commander. Gehen Sie direkt runter und machen Sie sich auf zur Ausgrabungsstätte. Was ist mit Überlebenden, Captain? Die Hilfe für Überlebende ist ein sekundäres Missionsziel. Der Sender hat höchste Priorität. Nähern uns Landestelle 1. Das ist der Mann. Miles, kommen Sie mit uns? Purer Humanismus hier. Ich bin alleine schneller. Ego. Nein, es wird vor Ihnen auskundschaften. Er gibt Ihnen Statusberichte zur Mission durch. Ansonsten will ich, dass Funkstille herrscht. Er Heck. Kann sich auf uns verlassen, Captain. Von hier aus übernehmen Sie, Shepard. Viel Glück! Okay, endlich können wir mal spielen und gehen... Nähern uns Landestelle 2. Killerameisen, Captain. Okay, here we go. Speichert Inhalte. Okay, Leute. Ich denke, hier ist mal wieder ein guter Schnittpunkt. Mal wieder ist gut. Hier ist der erste gute Schnittpunkt. Hier ist es wirklich schlimm, Commander. Überall Feinde. Halten Sie Ihre Waffen bereit. Okay, mit diesem schönen Ausblick, der jetzt von dem Missionscomputer verdeckt ist, möchte ich mich fürs Erste verabschieden. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet mindestens genauso viel Spaß wie ich. Der erste Part, tut mir jetzt leid, da war jetzt viel Gequatsche drin, ich kann das Spiel selber nicht, aber ich denke, damit muss man bei Mass Effect einfach rechnen. Aber ich denke, das reduziert sich jetzt auch im Laufe des Spiels. Ich bedanke mich fürs Einschalten und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, mal wieder zu einem Let's Play beim nächsten Part, der dann auch einst bald kommen wird. Und ja, bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Ciao, Leute!